Und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Und heute bei mir ist Patrick Breyer. Herzlich willkommen, Herr Breyer. Hallo. Ich habe gelesen, Sie haben ja promoviert auch und beschäftigen sich jetzt schon gefühlt seit über 20 Jahren mit dem Thema Massenüberwachung und Vorratsdatenspeicherung. Woher kommt die jetzt schon sehr, sehr lange Motivation zu dem Thema? Im Grunde genommen bin ich an der Universität auf das Thema gekommen, weil ich Vorlesungen gehört habe bei einem ehemaligen hessischen Datenschutzbeauftragten. Und der hat dann tatsächlich mein Interesse an dem Thema entfacht. Ganz einfach, weil Wissen ist Macht. Und wer so viel über uns weiß, wie bestimmte Konzerne und auch staatliche Behörden rausfinden können, der hat eine enorme Macht über uns. Und wenn man so viel sogar über alle Bürger weiß, also Stichwort Massenüberwachung, dann ist die Demokratie in Gefahr. Außerdem, unter ständiger Überwachung sind wir einfach nicht frei. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir uns anders verhalten unter Beobachtung, nämlich angepasster. Das heißt, eine Überwachungsgesellschaft wird zunehmend erstarren. Jeder versucht bloß nicht aufzufallen. Es gibt weniger Vielfalt, es gibt weniger buntes, abweichendes Verhalten. Und in einer so angepassten Konsumgesellschaft, die da letzten Endes bei rauskommen würde, das ist einfach nicht mehr lebenswert. Also wenn wir uns ansehen, Meinungsumfragen zum Thema zum Beispiel biometrische Massenüberwachung, also die Idee, dass man jetzt mit Hilfe von Technik Personen überall identifizieren und abgleichen könnte, oder auch zum Thema Vorratsdatenspeicherung, dann sehen wir schon deutliche Mehrheiten, die sagen, wir wollen nicht ohne Anlass überwacht und gespeichert werden. Gerade in Deutschland haben wir historisch bedingt doch auch eine höhere Sensibilität, denn wir hatten diktatorische Regimes mehrfach auf deutschem Boden gehabt. Wir wissen auch, wie leicht solche Instrumente missbraucht werden können von zukünftigen Regierungen. Wir sehen ja in Europa, dass teilweise Rechtsaußenregierungen oder populistische Regierungen an die Macht gekommen sind. Und die können natürlich solches Wissen über unser Privatleben auch zu ganz anderen Zwecken plötzlich missbrauchen. So wie ich gelesen habe, hat die Mehrheit des Parlaments eine quasi Chat-Kontrolle beschlossen in Echtzeit, oder? Das ist korrekt. Das heißt, den Anbietern von E-Mail, von Messenger-Diensten, aber auch von Videokonferenzen, wie wir sie gerade führen, wurde erlaubt, in private Korrespondenz, einschließlich unserer privaten oder sogar intimen Fotos und Videos, reinzuschnüffeln. Also wir sprechen ja immer erstmal über eine verdachtslose Prüfung von Material, ja? Also ne, das ist ja der große Unterschied. Kann man das so ein bisschen auch vergleichen oder auf eine Ebene bringen mit dem digitalen oder mit dem Briefgeheimnis, halt nur in digitaler Form? Weil da würden ja die allermeisten Menschen sagen, natürlich möchte ich nicht, dass meine Briefe geöffnet werden. Absolut. Diese Chatkontrolle ist so, wie wenn die Post tatsächlich alle Briefe öffnen und scannen und durchsuchen würde, ob da vielleicht irgendwelches illegale Material drin ist. Ne? So muss man sich das vorstellen, was mit unseren E-Mails und elektronischen Nachrichten gemacht werden soll. Und es wäre ja bei der Post undenkbar oder einer Demokratie auch unwürdig, eine solche Postöffnung durchzuführen. Und genau das soll aber im digitalen Raum stattfinden. Die Pläne sind ganz klar verstoßen gegen unsere Grundrechte, gegen Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Wir haben auch als Apple versucht hat, sowas einzuführen, ja, verdachtslose Fotodurchleuchtung auf jedem Smartphone, auch riesige Proteststürme gesehen, weil dadurch Verschlüsselung letzten Endes auch ausgehebelt worden wäre. Und deswegen ist jetzt die Zeit, aufzustehen und zu protestieren. Ja, mein Appell ist, diese Grundrechte und Grundfreiheiten, die wir haben, die sind eine Errungenschaft, für die Menschen zum Beispiel 1848 gestorben sind, die eingetreten sind für solche Grundrechte und die letzten Endes im Fall des Grundgesetzes eingeführt wurden auf den Trümmern von Massenverbrechen und eines Weltkrieges.
Ja, und wenn wir diese Errungenschaften und diese Lehren aus diesen verbrecherischen Regimes jetzt über Bord werfen, auch in der kurzsichtigen Hoffnung, dadurch ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen zu können, obwohl wir heute so sicher und so lange leben wie noch nie in der Geschichte im Grunde genommen. Wer das vergisst und aufgibt, der gefährdet seine eigenen Kinder und Nachkommen. Die könnten in einem Überwachungsstaat, in einem unfreien Staat aufwachsen, in einem Staat, wo autoritäre Regierungen oder Parteien die Macht übernommen haben, die diese Instrumente zu ganz anderen Zwecken einsetzen. Herr Breyer, digitaler Freiheitskämpfer mit seinem Appell an die Vernunft, an die Freiheit, an die Grundrechte, an die gesellschaftliche Vielfalt. Und engagiert euch, informiert euch über das Thema. Vielen Dank, Herr Breyer, und bis bald.